Ich bin der Steffen und beobachte dieses Elend schon einige Jahre, wie Miete in ihr Zuhause verlieren oder Angst davor haben, ihr Zuhause zu verlieren. Es gibt echt schlimme Schicksale, nur wegen Geld verdienen von einigen wenigen. Wir mussten leider auch schon Suizide erleben, aus diesen Ängsten herausgeboren. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Es kann doch nicht mal was sein. Müssen wir unsere Stimme erheben, bevor es zu spät wird. Bevor es zu spät wird. Wichtig ist, aktiv zu werden. Diese Vernetzen, ihr seid ja nun hier sehr viele Häuser, die betroffen seid, ist ein großer Vorteil, sind viele Menschen, die zusammenhalten können, weil sie am gleichen Boot sitzen. Nutzt die Medien, die ihr habt. Nutzt Twitter und Co., um an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Spekulanten, die sind da auch sehr extrem aktiv. Also wir müssen da auch aktiver werden, dass wir gehört werden, weil viel zu wenig in den großen öffentlichen Medien darüber berichtet wird. Meistens bloß ein paar Sekunden, 30 Sekunden, mal so eine Randnotiz. Und hier, ich musste feststellen, in der Pandemie konnten für große Konzerne, wie für die Lufthansa, richtig viele Milliarden an Euro freigeschaltet werden, um einen Konzern zu retten und trotzdem werden Arbeitskräfte entlassen. Warum werden diese Milliarden nicht für uns freigeschaltet? Um die Häuser zu kaufen. Es wird immer gesagt, Eigentum ist das höchste Gut, darf nicht genommen werden. Ja, aber wen hat es denn mal gehört? Und hier früher gab es noch diese kleinen Vermieter, wirklich, wo sie ein Haus hatten, die wussten, wer da drin wohnt, ob sie eine Friseuse oder der Bäcker oder Verkäuferin drin gewohnt haben. Die wussten, was die Leute da verdienen, was sie sich leisten können. Und danach wurde meistens auch agiert. Aber wenn große Konzerne oder Briefkastenfirmen, die gar keine Bindung mehr zu uns haben, diese Immobilien aufkaufen, da geht es nur noch um Geld, nicht mehr um uns als Mensch. Wer hat denn das Sagen? Der besitzt hat das Sagen. Und wenn über 51% in privater Hand ist, haben die Privaten zu sagen und wir gar nichts mehr. Die Politik sind da teilweise auch die Hände gebunden. Also ist es wichtig, zurückzukaufen, dass er wenigstens über 51% in städtischer Hand oder in Genossenschaften oder sozialen Unternehmungen haben, die halt keine Profite machen müssen. Deswegen müssen die Städtischen unbedingt die Gemeinnützigkeit auch wieder bekommen, die in den 80er Jahren genommen worden ist, dass sie keine Profite machen müssen. Bei den Briefkastenfirmen sollten unbedingt auch mal Steuerprüfer einfliegen und gucken, ob da halt mit rechten Dingen zugeht, was die mit diesen Geldern machen. Share Deals sollten verhindert werden, weil da wird den Staat an Milliarden an Gelder entzogen, weil diese Briefkastenfirmen nicht zahlen brauchen. Und hier, wie gesagt, wir wollen unser Zuhause behalten, wir wollen unsere Nachbarn behalten, wir wollen unsere Kiezseen behalten, wir wollen unsere Kneipen behalten, wir wollen unsere Jugendclubs, Senioreneinrichtungen behalten. Dazu gehört der Gewerbeschutz unbedingt. Wo sollen denn die Jugendlichen hin, wenn ihnen die Räume genommen werden? Wo sollen sie hin? Dann sind sie auf der Straße, bauen Scheiße und dann kommen wieder die Cops und knüppeln sie zusammen. Aber dem wurde alt genommen. Wie kann das sein? Das gibt's doch gar nicht, Leute. Wenn hier kulturelle Einrichtungen oder Museen oder Kinos oder so hier in Unternehmen reingehen, die bloß an Profite denken, wird uns da auch genommen, wenn da irgendwas nicht mehr weg ist. Da ich zu Ihnen gehöre, wir sind eine Haus. Also, da kann man so viel sagen, überhaupt wenn man Jahre dabei ist. Halte zusammen, guck nach den hier Deutsche Wohnen Co. enteignen, nach den Vonovia-Mieter, nach den Akelius-MieterInnen. Das sind so viele Großkonzerne, ihr müsst alle zusammenhalten, das wird riesengroß. Und da kann man auch einen Druck ausüben, dass sich in der Politik was ändert. Es geht um unser Zuhause. Damit darf nicht spekuliert werden. Das Recht auf Wohnen gehört ins Grundgesetz und umgesetzt. Wir haben in Berlin mehr Leerstände, als wir annehmen. Weil wir haben so viele schon herausgefunden, so Bezugswert in Leerstand. Und es leben Menschen auf der Straße und müssen da frieren und sterben. Wie kann das sein?
will nur sagen, wer Berlin kauft, kauft Widerstand. Und lasst uns solidarisch sein und Solidarität groß schreiben und nicht bloß in irgendwelchen Sätzen oder als Anfangsbuchstaben. Das muss auch gelebt werden. Ganz wichtig. Und das Vorkaufsrecht muss mal verlängert werden. Mindestens auf ein halbes Jahr. Weil wie sollen die Leute das hinkriegen, innerhalb von 2 Monaten sich zu finden und zu organisieren? Das ist so viel Arbeit. Und hier sind eine Menge Parteien. Und da will ich mal sagen, mal die Ziele in den Mittelpunkt drücken und sich nicht gegenseitig denunzieren. Nur gemeinsam können wir was erreichen. Gemeinsam sind wir stark. Und wenn ich den geilen Kiezdrachen sehe, ich weiß, das ist bloß der Kleine. Es gibt ja noch einen viel, viel, viel größeren. Und der ist so geil und der müsste eigentlich über Berlin schweben und müsste die ganzen scheiß Immobilienhaie mal wegfressen. Wir sind nicht nur Wohneinheiten, wir sind Menschen, wo sich Schicksale hinter verbergen, wo Leute verzweifelt sind, das geht hin bis zum Suizid. Wir haben da Fälle. 35-jährige Künstler, Senioren und Seniorinnen, die sich das Leben nehmen aus Verzweiflung. Und da muss genauer hingeguckt werden. Die Spekulanten spekulieren mit Menschenleben auch. Die erzeugen schlimme Schicksale. Und da muss echt was gemacht werden, weil das kippt echt. Und wir in Berlin, die haben alle nicht so viel Geld in der Tasche, dass die Mieten, wenn die sich so erhöhen durch Modernisierungsmaßnahmen, durch die modernisierungspauschalen Mieten verdreifacht werden können, von 800 mal schnell auf 3000 Euro. So einen Fall haben wir unter uns auch. Und das kann nicht sein, also eine Verkäuferin verdient vielleicht 1500 Euro, wenn die Miete alleine schon 1000 oder 1500 ist. Denn müssen mehr Leute pendeln, wenn die raus aus der Stadt müssen. Verkehrsinfarkt, Infrastruktur, alles gehört dazu. Die Leute, die die Stadt am Laufen halten, die müssen ja auch leben können. Ja, das ist total wichtig. Löhne rauf und Mieten runter! Die Rechten werden stark, weil die Verfassung nicht eingehalten wird. Das habe ich in Chalacor. Wir haben das allererste Mal jetzt wirklich eine Strafe darauf, dass man sich so gegenüber Mietern verhält. Das gab es vorher nicht. Hohe Strafen, weil viele Zeit aus dem Portokasse, weil eine große Immobilienhaie sind, die haben Milliarden im Hinterhalt. Na ja, gut, sie haben auf der einen Seite die Strafe und auf der anderen Seite kommt noch was vom Kündigungsschutz. In dieser Runde nicht, aber wir arbeiten vor allen Dingen auch mit der ordentlichen, außerordentlichen Kündigung an dem Problem. Ne? Gibt es denn noch eine nächste Runde? Wir helfen nach. Ja. Und vor der Wahl. Also es gibt jetzt erstmal, wartet jetzt nochmal ab, nachher ein, zwei Punkte haben wir noch. Eine Frage bloß noch, bei Eigenbedarfskündigung. Das darf ich nur jetzt noch nicht sagen. Bei Eigenbedarfskündigung. Wenn Eigenbedarfskündigung missbraucht werden, wird der Theater bestraft und hier wird es stärker kontrolliert. Weil nützlich, wenn jetzt die Leute rausgeschmissen werden wegen Eigenbedarf und hier ganz andere Mieter für höhere Mieten reingesetzt werden. Also passt mal auf, wir machen jetzt mal ein Deal, weil ich kann jetzt nicht. Ja, mir liegt sehr viel auf Herzen. Dann machen wir es doch so: Wir machen jetzt mal diesen Tongipfel und dann. Seht ihr mal, was dann noch zu passieren kommt. Wann begreift Schröder die SPD runter? Hallo! Stimmt, der Herr Schulz hatte mal gesagt, der 559 ist Bucher. Wir haben uns schon mal zusammengesetzt vorher. Ja. Und wir gucken jetzt, ihr guckt jetzt auch, was wir jetzt noch drauflegen. Und dann setzen wir uns nochmal zusammen. Ist das so ein Mieter wieder eingeladen? Ja, unbedingt. Wenn ich einlade, kommen die Mieter. Und mehr Redezeit. Okay.